Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde von NVIDIAs Cloud Gaming Lösung GeForce Now. Mein Name ist Helmut und ich präsentiere euch heute die neuen Spiele. Aber los geht's erstmal mit einer Expansion. NVIDIA expandiert seinen Cloud Gaming Dienst GeForce Now nämlich und rollt damit in Japan für alle Interessenten den grünen Teppich aus. Wie auch in anderen Ländern arbeitet NVIDIA in Japan mit Partnern zusammen und bietet seine Server nicht direkt Spielern und Spielerinnen an. In Japan ist es das Telekommunikationsunternehmen KDDI, welches als GeForce Now Alliance Partner auftritt und seinen Kunden aktuell Zugang zu Servern mit GeForce RTX 3080 bietet. Außerdem teasert man seitens GeForce Now bereits an, dass auch weitere GeForce Now Alliance Partner in anderen Regionen noch in diesem Jahr bekannt gegeben werden. Klingt spannend. Und den Japan-Start versüßt man bereits mit der Ankündigung, dass weitere Capcom-Spiele zu GeForce Now kommen werden. Denn neben den bereits spielbaren Monster Hunter World und Monster Hunter Rise werden auch Street Fighter 6 und Resident Evil Village zeitnah zum Dienst hinzugefügt. Resident Evil Village ist euch sicherlich bekannt, ist der neueste Ableger der Resident Evil-Reihe doch bereits bei Google Stadia spielbar gewesen und nun soll der mit 83 Punkten bei Metacritic.com stark bewertete Horrorschocker aus dem Jahr 2021, also auch bald für GeForce Now erscheinen. Wesentlich neuer ist der sechste Teil von Street Fighter, denn der in 2023 veröffentlichte Teil verkörpert in der traditionsreichen Reihe die nächste Evolutionsstufe. Street Fighter 6 bietet ein hochentwickeltes Kampfsystem mit drei Steuerungstypen, um sich deiner Spielweise anzupassen und hat einen herausragenden Metascore von 92 Punkten. 92, holy moly. Der neue Echtzeitkommentar bietet die Spannung einer Live-Übertragung und liefert gleichzeitig leicht zu verstehende Erläuterungen zum Spielgeschehen. Entdecke die Bedeutung von Stärke in der World Tour, einem immersiven Solo-Abenteuer und lerne von legendären Meistern, die dich unter ihre Fittiche nehmen und dir ihre Kampftechniken beibringen. Und natürlich können auch die legendären Meister und sogar neue Fanlieblinge wie Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Kimberly und andere gespielt werden. Ein Spiel, was aber tatsächlich schon seit heute neu spielbar ist bei GeForce Now, ist Ark Survival Ascended. Tauche ein in ein neues Dinosaurier-Survival-Erlebnis, denn Ark wurde mit der Unreal Engine 5 von Grund auf für die nächste Generation neu entwickelt. Bist du also bereit, einen Stamm zu gründen, hunderte von Dinosaurierarten und andere Urzeitkreaturen zu zähmen und zu züchten? Erforsche, bastle, baue und bahne dir deinen Weg an die Spitze der Nahrungskette. Deine neue Welt erwartet dich. Ark Survival Ascended beinhaltet Zugriff auf alle Welten von Ark, einschließlich Scorched Earth, Aberration, Extinction, Ark Genesis Part 1, Ark Genesis Part 2 und mehr. Ark Survival Ascended kommt via der Xbox-Integration zu GeForce Now und ist bereits im Game Pass enthalten und kann seit dem 1. April über GeForce Now in dieser Art gespielt werden. Thief ist ein Stealth-Ego-Action-Spiel, entwickelt von Eidos Montreal. In dieser Neuinterpretation des Kultklassikers Thief schlüpfst du in die Rolle von Garrett, dem Meisterdieb, und schleichst dich durch die Stadt. Und zwar am besten direkt von heute Abend an, dem 4. April bis zum 11. April, denn Thief ist in dieser Zeit kostenlos via Epic Games Store abzugreifen und kommt in der Epic-Version neu zu GeForce Now. Und um was geht es bei den mit 70 Punkten bei Metacritic.com bewerteten Spiel? Garrett, der Meisterdieb, tritt aus den Schatten der Stadt. Die Wache des Barons verbreitet Angst und unterdrückt das Volk, während eine mysteriöse Krankheit umgeht. Angeführt von Orion, der Stimme des Volkes, erheben sich die Bürger zur blutigen Revolution. Garretts diebische Fähigkeiten sind das einzige, auf das er sich bei der Gratwanderung zwischen Politik und dem in Konflikte verstrickten Volk verlassen kann. Während die Zeit abläuft, deckt der Meisterdieb ein schreckliches Geheimnis aus seiner dunklen Vergangenheit auf, das seine Welt zu zerreißen droht. Sons of Valhalla ist ein Kampf- und Basisaufbauspiel, das in der Wikingerzeit spielt und am 5. April neu erscheint.
Baue Festungen und belagere gegnerische Hochburgen, versammle Krieger, besteige Langboote und nimm an Kämpfen Mann gegen Mann bei Überfällen und Eroberungen in ganz England teil. Sons of Valhalla kombiniert Sidescrolling-Kämpfe mit strategischem Basisbau in einer einzigartigen Pixelkunstwelt aus der Wikingerzeit. Du spielst Thorald Olafsson, einen Krieger, der wild entschlossen ist, den Jarl, der sein Haus niedergebrannt, seine Geliebte entführt und ins ferne England geflohen ist, aufzuspüren. Doch allein gelingt dir der Sieg in diesen unbekannten Ländern nicht. Du brauchst dazu eine Armee und eine Festung, von der du aus deine Erkundungen und Eroberungen starten kannst. Baue und verstärke deine Festung, um Ressourcen zu generieren, während du deine Krieger persönlich im Kampf gegen deine Feinde anführst und ihre Siedlungen belagerst. Das Spiel wird über die Steam-Integration ab dem Abend des 5. April neu bei GeForce Now spielbar sein. 10 Jahre ist Elder Scrolls Online nun alt und ist mittlerweile ein echtes Meisterwerk. Ein riesiges Universum voller Erweiterungen, Story-Kampagnen und DLCs. Später erscheint das Epos nun auch endlich für GeForce Now und kann entweder über die Steam-Integration oder den Epic Game Store bei Nvidias Cloud-Gaming-Dienst gespielt werden. Sei Teil einer sich stetig weiterentwickelnden Geschichte und bereise in The Elder Scrolls Online ganz Tamriel. Erkunde mit Freunden eine umfassende, lebendige Welt oder brich alleine zu einem Abenteuer auf. Genieße die vollständige Kontrolle über das Aussehen und Verhalten deines Charakters, von den verwendeten Waffen bis zu den erlernten Fertigkeiten. Deine Entscheidungen bestimmen dein Schicksal. Willkommen in einer Welt ohne Grenzen. Mega Man X Dive hat die Welt der Mega Man X-Serie neu erschaffen und jetzt gibt es eine Offline-Version. Verbessere deine Charaktere und Waffen mit einer Vielzahl von Power-Ups ganz nach deinen Vorlieben und teste sie dann in der Side-Scrolling-Action der Was-wäre-wenn-Welten von Mega Man X. Betrete D-Block, eine digitale Welt, in der die Spieldaten der Mega Man X-Serie archiviert wurden. Aufgrund eines Fehlers unbekannter Herkunft sind die Spieldaten in D-Block fragmentiert worden. Mit Hilfe eines mysteriösen Navigators Rico taucht der Spieler in diese digitale Welt ein, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Übernimm die Kontrolle über die Jägerprogramme, Nachbildungen legendärer Charakter wie X und Zero und besiege verschiedene Formen von unregelmäßigen Daten und stelle die fragmentierten Spieldaten wieder her. Mega Man X Dive Offline kommt via Steam zu GeForce Now. Superhot Mind Control Delete nimmt dich mit in die Power Fantasy Welt von Superhot, die mit ihren charakteristischen Gameplay noch mehr Action und Waffen zu bieten hat und das mit einem 78er Metascore. Tanze in Zeitlupe auf dem Parkett der Zerstörung, länger als je zuvor. Die Zeit läuft nur, wenn du dich bewegst. Scharen von Gegnern kommen von allen Seiten auf dich zu. Du hast die Kontrolle über die Situation, während du dir mit Schüssen, Schlägen und Explosionen den Weg durch dutzende immer schwierigere Kämpfe bahnst. Je näher du dem Kern kommst, desto stärker wirst du auch. Du häufst ein ganzes Arsenal von Fähigkeiten und Waffen an und du entschlüsselst Teile eines wertvollen Wissens. Über den Sinn, nachdem du so sehnlichst suchst. Superhot Mind Control Delete ist aktuell im PC Game Pass enthalten und kommt via Xbox-Integration jetzt auch noch zu GeForce Now. Turbo Golf Racing ist ein actiongeladener Mix aus Rennspiel und Golf. Fahre über eine große Auswahl von Golfkursen und nutze dein Auto, um den Golfball mit Können einzulochen. Das Spiel kommt jetzt in seiner finalen 1.0-Version nach erfolgreichem Early Access über die Xbox-Integration zu GeForce Now und kann bei aktivem Game Pass-Abo direkt über den PC Game Pass gespielt werden. Unter anderem gibt es 3 Spielmodi, zum Beispiel Online-Rennen mit bis zu 8 Spielern. Booste Rase und Gleite, um deinen Ball als erstes im Loch zu versenken. Drücke die Boost-Pads, um deine Rivalen zu überholen, nimm geheime Tunnel, um sie auszutricksen oder nutze Items, um sie zu stoppen. Oder tritt im 1v1 Golf Showdown an, in dem Präzision vor Geschwindigkeit zählt und man mit weniger Versuchen gewinnt. Sieh dir den Kurs mit der explosiven Luftkamera an und schlag den Ball weiter als je zuvor mit der kombinierten Power-Dash-Mechanik. Oder teste deine Golffähigkeiten in gelegenheits- oder benutzerdefinierten Spielen. Natürlich sind auch klassische Zeitfahren mit am Start. Fahre gegen die Zeit, um Sterne zu erhalten und neue Kurse freizuschalten. Vergleiche deine besten Zeiten mit deinen Freunden oder sichere dir einen Platz auf der globalen Bestenliste. Sieht doch eigentlich nach einem herrlichen Community-Play aus. Turbo Golf Racing, neu bei GeForce Now, wie schon gesagt über die Xbox-Integration.
Ja, meine Lieben, das war's aus meinem kurzen Osterurlaub mit dem GeForce Now Games Update am 4.04.24. Lol. Ich habe heute nicht so wirklich viel Zeit, deswegen ganz kurz Ahoi und ciao, wir sehen uns bald wieder. Dieses Video ist eine Produktion der Beautiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.